Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von MR Rhetorik und dieses Mal ist das Flipchart ganz wichtig. Ich wurde in einer, ja, in einer Pause wurde ich gefragt, sag mal Martin, du hast da in diesem Flipchart das alles dran zu stehen. Was werden wir denn hier alles machen und warum steht das da dran? Was macht das für einen Sinn? Und ich habe gedacht, das ist für dich vielleicht auch ganz interessant. Wenn du auf die Seite gehst von MR Rhetorik, Martin Rettmer Rhetorik, dann wirst du einige Inhalte finden zum Thema, wie kommuniziere ich vor Gruppen, wie kommuniziere ich im Dialog, wie rede ich mit Menschen, die eventuell verärgert sind. Und du wirst auch diese Punkte hier finden. Und das halte ich so enorm wichtig. So, wenn du Reden mit Wirkung und Leidenschaft nehmen möchtest, und das nehmen wir gleich mal als allererstes, dann geht es darum, dass du bereit bist, etwas mehr zu machen, als andere Redner machen. Du musst bereit sein, hier auch mal über die Hemmschwelle drüber zu gehen und mal den Schritt aus der Komfortzone zu wagen. Und das machen wir in unseren Seminaren. Es ist enorm wichtig. Mach den Schritt aus der Komfortzone raus. Geh nochmal die Extrameile, gib richtig Gas. Und dann wirst du merken, dass du, wenn du Leidenschaft an den Tag legst, dass deine Teilnehmer, dass deine Zuhörer auch sehr leidenschaftlich sind. Du wirst mitbekommen, dass du ganz viel Emotionen wächst, dass diese Teilnehmer mitgehen, dass sie sagen, ja, das ist richtig gut, das ist klasse, das macht Spaß. Aber das kriegst du nur hin, wenn du hier oben Reden mit Wirkung und Leidenschaft hinbekommst. Ganz wichtiger Punkt. Damit du das überhaupt machen kannst, brauchst du diesen Punkt und das ist ein sicheres Auftreten. Manchmal ist so, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll und nee, ich bin eher am Boden und ich gucke immer so. Das bringt dir nichts. Du musst einen sicheren Auftritt haben. Du musst überzeugen. Wie kriegst du es hin, dass du bei den Teilnehmern bist? Wie kriegst du es hin, dass die Teilnehmer merken, ja, die Person da vorne macht richtig Spaß, die ist in ihrer Leidenschaft und tritt absolut sicher auf. Wenn du absolut sicher auftrittst, wirst du merken, dass die Zuhörer dir ganz besonders folgen. Denn wenn du Sicherheit ausstrahlst, gibst du auch Sicherheit. Die Zuhörer fühlen sich sicher, das Publikum fühlt sich sicher. Und das ist entscheidend, das ist spannend. Denn mit deiner Sicherheit zeigst du, was ich hier mache. Ich bin ein Anker für dich, ich bin ein Haltepunkt. Und das kriegst du hin, indem du leidenschaftlich in deiner Sicherheit bist. Dann natürlich der charismatische Auftritt. Wie oft höre ich, ja, der ist so charismatisch, die ist so charismatisch, die zeigt so viel Charisma. Ja, das machen Menschen. Charismatisch sein heißt aber nichts anderes, als dass du ein paar wenige Punkte einhältst. Aus meiner Sicht sind es zu 6, 7 Punkte. Wenn du diese Punkte einhältst, wirst du merken, du hast einen ganz anderen Auftritt, du hast eine ganz andere Wirkung und damit wirkst du charismatisch. Und charismatisch wirken ist sowas wie, boah, da geht das Licht auf, wenn du den Raum betrittst. Das ist so schön, wenn du den Raum betrittst. Und das ist etwas, das kannst du lernen. In meinem 6 Wochen Redner-Coaching, und ich habe es schon öfter gesagt, du kannst gerne auf die Internetseite gucken, www.mr-rhetorik.de, da sind die Inhalte komplett aufgeführt. Da wirst du sehen, dass du in 6 Wochen dich entwickelst von Person A zu Person B. Und da ist alles hier drin. Du wirst merken, dass du großartige Fortschritte machst. Du wirst merken, dass du ganz hervorragend plötzlich im Beruf, im Privatleben, wo auch immer du das brauchst, ankommst und damit ganz andere Erfolge erzielst. Das schaffst du alleine nur mit diesen ersten Punkten. Wir gehen ja gleich noch weiter. Also, dieses sichere, leidenschaftliche Auftreten zeigt auch, dass du charismatisch bist. Und das ist so wichtig. Und wir alle haben Charisma, wir müssen es nur zeigen. Vielleicht kennst du Menschen, die kommen in einen Raum rein und das Licht geht auf und ach, ist das schön und das ist so klasse und hey, schön, sie kennenzulernen. Und dann kommst du in einen Raum rein und dann kommt eine Person hinter dir und das Licht geht aus. Du hast keine Lust, dich mit dieser Person zu unterhalten. Du hast keine Lust, diese Person in deiner Nähe zu haben, weil du denkst, die zieht dir die Energie aus dem Raum. Und da ist vieles von dem, was wir hier oben haben, einfach nicht dabei. Da ist vieles, was wir hier lernen, einfach nicht gegeben. Und das kommt nur daher, weil du nicht bereit bist, das zu lernen. Das hast du dann. Denn nochmal, wir alle können charismatisch auftreten. Das ist ganz klar. So, weiter geht's. Erfolgreich überzeugen. Aus meiner Sicht sind hier gleich 2 Dinge drin. Immer einmal der Erfolg, das Erfolgreich und überzeugen. Manchmal habe ich
ja, Coaches manchmal, ich teilweise sagen, ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich das machen soll. Und mein Chef, der übergeht mich immer, man lässt mich nicht ausreden. Möglicherweise kennst du das. Möglicherweise hast du genau das und sagst dir, das will ich nicht mehr, da habe ich keine Lust mehr drauf. Aber dafür brauchst du die Punkte, um hier richtig loszulegen. Um hier richtig erfolgreich zu sein. Und bitte, ich sage es immer wieder, jeder definiert Erfolg auf seine Weise. Für den einen ist es mein Haus, mein Auto, mein Boot, du kennst es vielleicht aus der Werbung. Für den nächsten ist es noch meine harmonische Familie, das friedliche, freundliche Zusammensein. Für jeden ist es anders. Für manche ist es Leistung, sportlicher Erfolg. Jeder definiert Erfolg auf seine Art und Weise. Und die Frage ist, wenn du sagst, ich möchte mich rhetorisch weiterbringen, ich möchte ein guter Rhetoriker sein, was ist für dich wichtig, damit du erfolgreich bist? Und überzeugen, das ist etwas, das kannst du einfach schaffen. Es sind ganz wenige Sachen, eine gute Argumentation, sicherer Auftritt. Zusätzlich zu den ersten beiden Punkten kommen noch ein paar körpersprachliche Sachen dazu und dann kannst du das schaffen. Dann wirst du überzeugen, ohne dass du 100% sicher bist. Du wirst überzeugen, ohne dass der Gegenüber 100% sicher ist. Aber der wird einfach feststellen, er oder sie, bitte nehmen wir mal beides, wird feststellen, das fühlt sich gut an, das klingt gut und dann geht das los. Und das ist so entscheidend. Überleg bitte, was kannst du machen, dass du erfolgreich überzeugen kannst? Was brauchst du, damit du erfolgreich überzeugen kannst? Das kann ich dir nicht nehmen. Im Coaching können wir das besprechen. Im Coaching können wir besprechen, hey, ich brauche nochmal das oder ich brauche nochmal das. Kannst du mir nochmal hier helfen oder kannst du mir nochmal da helfen? Das kann ich machen. Da bin ich sehr gern für dich da, damit du am Ende sagst, ja, das ist es. So überzeuge ich, so bin ich für meine Teilnehmer, für mein Team und so weiter da. Aber um hierher zu kommen, brauchen wir ein bisschen was. So, und dann Begeisterung entfachen. Du sag mal, wie meinst du das mit Begeisterung entfachen? Jetzt ist es ja so, ich rede da vorne und die sitzen halt da. Und ich sage, es gibt ganz wenige hervorragende Dinge, die du umsetzt und schon wirst du merken, dass du Begeisterung entfachst. Und Begeisterung muss nicht ein Jubelsturm sein. Das kann auch sein, dass Menschen da sitzen und sagen, wow, was ist das denn? Das ist ja der Hammer. Begeisterung heißt, dass der Geist deines Zuhörers angeregt ist. Und das kann auf verschiedenste Art und Weise passieren. Und die Teilnehmer können es auch auf verschiedenste Art und Weise zeigen. Aus meiner Sicht muss das nicht immer das Lachen sein, der Applaussturm. Das kann auch mal ein zurückhaltendes, boah, das zeigt mir für mein Leben viel Neues auf. Was immer das für dich ist, Begeisterung entfachen, geht aus meiner Sicht auf die verschiedensten Art und Weisen. Wenn du überlegst, wie du das Ganze jetzt umsetzen kannst, wie du ins Rennen kommen kannst, dann möchte ich dir gerne die Möglichkeit geben, dass du dich hier entwickeln kannst. Schau mal bitte auf meine Internetseite www.mr-rhetorik.de. Da findest du viele Blogbeiträge, viele Inhalte und die Möglichkeit, zum Coaching einzusteigen. Aus meiner Sicht ist das Coaching das intensivste, das stärkste, was du machen kannst, damit du besser wirst. Das ist das Beste, was du machen kannst, damit du ganz intensiv und schnell wachsen kannst. Wenn du dieses Coaching durchgearbeitet hast, und ja, es ist Arbeit, ich sage es immer wieder, natürlich haben wir Spaß, garantiert, aber wir arbeiten richtig hart. Wir sind heute hier beim Seminar, da arbeiten wir richtig hart. Die Teilnehmer sagen, boah, was passiert denn hier gerade? Ich dachte, ich höre mir da mal was an und so. Nee, wir arbeiten richtig hart. Und das ist so entscheidend für dich und deine Weiterentwicklung. Im Coaching können wir extrem hart arbeiten, können wir richtig Gas geben, damit du einfach merkst, das ist es. Das ist genau das, was ich erreichen möchte. Also, zusammengefasst siehst du es hier, Reden mit Wirkung und Leidenschaft haben wir gehabt. Sicheres Auftreten, charismatisches Auftreten, erfolgreich überzeugen und Begeisterung entfachen. Dafür steht MR Rhetorik. Und wenn du Bock drauf hast, schreib mich an, ruf mich an. Im Kontaktblatt kannst du gerne meine Kontakte raussuchen. Ich freue mich, wenn du auf mich zukommst, denn wir beide können den Weg richtig gut gehen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, hab eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video oder auch gern persönlich. Bis dann.